Moin Freunde, willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Ja, heute ist es endlich soweit. Heute soll dann das erste Maschinenbett gegossen werden. Das erste von insgesamt zwei, die LP wird zweimal entstehen. Und ja, hier in der Anmoderation wollte ich euch nur mal eben kurz zeigen, was dann später hier in die Gussform wandern wird. Und zwar habe ich hier ziemlich genau 50 Kilogramm Split, Basaltsplit, 2 bis 5er Körnung. Findet man im Gartenbedarf. Dann habe ich hier unten auch aus dem Baumarkt ganz einfach 0 bis 2 mm Sand. Hier müsst ihr aufpassen, dass ihr nicht unbedingt den Maurersand nehmt, weil der Maurersand ist ziemlich feucht. Und das Problem ist, dass ihr mit der Feuchtigkeit, die im Sand ist, schon fast 100%, wenn ihr Pech habt, des Wassers, was ihr für die Mischung benötigt, schon im Sand habt. Und der UHPC hat ein Problem, wenn zu viel Wasser im Beton ist, dann fängt sich an, die Mischung wieder aufzutrennen. Und das Ende vom Lied wäre dann, dass ihr den ganzen Zuschlag unten in der Form habt, beziehungsweise dann natürlich später oben auf dem Maschinenbett und oben nur noch die kleinen Bestandteile und ein bisschen Zement oben drauf schwimmen. Um das zu verhindern, müsst ihr halt peinlichst genau darauf achten, dass ihr nicht zu viel Wasser mit in die Mischung bekommt. Ja, und hier unten haben wir dann nochmal 2 Sack, um genau zu sein, 50 Kilo. Für die Mischung brauche ich 49 Kilo Ultra High Performance Concrete. Das hier ist Techno, nennt sich das Zeug. Das habe ich beim Möbel Shop bestellt. Und ja, eigentlich war geplant, den ganzen Spaß im Freifallmischer zu machen. Dummerweise habe ich aber nur ein Handrührgerät zur Verfügung. Also, ja, fingerlang Ehrgeiz, dicke Arme, was soll's. Ich würde sagen, der Pott hier, den machen wir dann gleich mal voll und dann geht's mit dem Handrührgericht los. Ja, ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video und das Ganze wird natürlich zusammengeschnitten. Ich kann euch jetzt hier den ganzen Tag auf Video aufhalten oder festhalten, das wäre dann doch ein bisschen zu viel. Also die einzelnen Arbeitsschritte, die werde ich definitiv aber auf Video für euch festhalten. Ich werde jetzt zusehen, dass ich die Stahlteile hier noch ein bisschen vorbereite, mit der Flex reinige, einige Schrauben noch anpasse, dann die Stahlteile in die Form lege, dann kommen hier noch ein paar Versteifungen auf die Form, dass sie nicht bauchig wird, wenn ich den Beton da reinkippe. Aber wie gesagt, sämtliche Arbeitsschritte werde ich euch in diesem Video festhalten. Ich wünsche auf jeden Fall schon mal viel Spaß dabei. So Freunde, die Form ist jetzt bestückt, sind sämtliche Stahlteile erstmal gereinigt worden, teilweise mit der Schleifscheibe von der Flex nochmal bearbeitet worden. Die Walzflächen jetzt aus den dicken Stahlteilen, die haben wir jetzt einfach mal so gelassen, aber auf jeden Fall alles erstmal entfettet.
Hier haben wir noch geguckt, dass die Form nicht bauchig wird vom Beton. Hier hinten ist der Kern drin für den Motorausschnitt. Und ich würde sagen, jetzt sehen wir mal zu, dass wir hier die Betonmischung anrühren. Das müssen wir in zwei Teilen machen, weil wir hier nur einen Handmischer haben. Und bei der ganzen Masse, die hier hinter mir liegt, das alles in einem zu mixen, das wäre eventuell ein bisschen zu anstrengend. Ja, wie gesagt, ich fange jetzt erstmal an mit dem Betonmischen und zeige euch da noch ein paar Ausschnitte von. Ich glaube, das wird nichts. Hier müssen wir einen Freifallmischer hauen. Abgefahrene Viskosität. Nicht mal deine Finger werden dreckig. Ja. Ja. Geiles Zeug. Mach's mal was zum Kratzen holen, dass ich hier die. Ja, ich hole mein Ding. Die letzten Krümel müssen da jetzt auch nicht mehr rein, oder? Thank you.
So, Freunde, das war's gewesen. Ja, wie sagt man so schön, beim ersten Mal tut's noch weh. Wie ihr gesehen habt, ist das leider nicht ganz problemlos verlaufen, aber wir üben ja noch. Das Ganze muss jetzt noch 4-mal gegossen werden. Ja, bei den nächsten 3-mal wissen wir einfach besser, wie sich das Zeug verhält. Also ich muss sagen, ich bin total geflasht. Das wird trocken, also wir haben es exakt an das Rezept gehalten. Und wenn man das in der Hand hat, diese Zementmischung, dann ist das eigentlich, es fühlt sich trocken an. Und im nächsten Moment fängt es an zu verlaufen. Und wie man hier auch jetzt an der Form einigermaßen erkennen kann, hier sind jetzt, bilden sich ganz viele kleine Bläschen. Das ist ja auch Sinn und Zweck der Übung. Der Beton ist ja selbstentlüftend und selbstverdichtend. Aber wie gesagt, also ich stand da mehrfach mit offenem Mund daneben und habe beobachtet, wie eigentlich dieser vermeintlich harte Klumpen auf einmal wieder flüssig wird. Total abgefahrenes Zeug. Ja, jetzt ist doch die Frage, wie lange wir warten, bis wir den Beton erstmal entformen, um ihn dann ruhen zu lassen, damit er austrocknen kann. Das wird sich noch zeigen. Aktuell würde ich mal gucken, dass wir zumindest die Schrauben hier nach 3-4 Tagen mal entfernen, weil der Beton beim Abbinden und Austrocknen noch arbeitet und schwindet, dass wir uns hier die Schrauben nicht einklemmen für den Gewindeanker. Ja, aber ansonsten würde ich sagen, das war der erste Guss. Ja, nicht ganz problemlos verlaufen, aber nichtsdestotrotz. Wenn euch das Video gefallen hat, dann liked es doch bitte. Wenn ihr mich persönlich weiterbringen wollt, dann abonniert doch meinen Kanal und vor allem, wenn ihr auch bei diesem Projekt am Ball bleiben wollt. Und ich sage jetzt wie immer, tschüss, wir sehen uns im nächsten Video.